Welcome back to another German food review, and it's tapas time. So it's tapas plate from Spain. Okay. Yeah, looks quite nice, and it's from Lidl, so it's low-priced stuff. I mean, it's the lowest price you can get in Germany in the discounter. And, it's 2.50 for 100 gram. So, whatever. And there's in it Serrano ham. Okay, I guess. Yeah, it's ham. And chorizo, salami. Okay. And that stuff here, what is that? No idea. But I guess it's that here. And there's milk protein in it, for whatever reason. Yeah, no idea. 2.50 in Lidl, and that's the Lidl label for Spanish stuff. Yeah. So, best before date. Bell Deutschland GmbH, okay. Okay, it's something air dried. Whatever. Six slices from everything. No, three slices of ham. Okay. Also add right. Yeah, calories. Okay, let's average the stuff. Let's say 250 for everything. It's 100 gram. Okay. And yeah, of course, everything is super salty. Yeah, that's a must. And high in protein, extremely high in protein. And medium in fat. No, not bad. And low in sugar. Okay. Yeah, but I got a little more stuff. I mean, you could eat it slice by slice. But I wanted a bread roll. So here's stuff from Lindner. And let's take a look at that. A bread roll. A few olives. And a bill. There's something missing. Here it is. Butter for the bread roll. Very tasty stuff here. And you can buy it in grams. Look at this. It's just 22 grams of butter. Okay. Price for this butter, 21 cent. The bread roll 85, and the olives 72. Four olives, I said four, and there are four in it, and you get a cup. Nice. I will keep that one. And that's the awesome looking bread roll. I mean, yeah, it looks just awesome. Perfect. Yeah, it's the perfect bread roll. Yeah, and the bread from Lindner looks very good too. High quality. Okay. Yeah. So I have to prepare the stuff here and back in a sec. So here it is, and unfortunately this ham is super thin. Falls apart. Yeah, that's why it looks so crumpled. Anyway, you could serve it from this plate here. No, it's not that bad. That's how it looks like. Yeah, this here is super thin. It should be four slices. I'm not too sure. It looks like three slices, correct. Yeah, three. And yeah, what is that here? Let me know. I have to Google it anyway. Okay. And look at this mechanism here. High-end stuff. Oh, damn it. No! Okay, let's eat. I'm hungry. So, first of all, look at this bread roll. Soft on the inside and very crusty on the outside. And with flour on it. Yep, perfect. So, here's the tasty butter. Also salted. Please focus. Here we go. Mmm, and a pleasure to eat this stuff. Oh. Okay. Put a little on here. A little more. What would your favorite be? This here? Chorizo? Or this stuff? Or this stuff here? Let me know. Let's try this stuff first here. Here we go. Yeah, it's a little hot, not super hot. Okay. I have to prepare it like that.
And maybe here the ham. Okay, let's bite in it right here. Mmm, but the combination is nice. Man, I love this bread roll here. It's awesome. Yeah, this here tastes quite good too. I guess there are better ones, like hotter ones. But yeah, for 250, served like that, and multiple meats. Here we go. Nice. Mmm. And that green olives for kunshut. Let's slice them a little bit. Damn it. Mm-hmm. So it looks like on the inside. And here we go. What's that? No idea. Here we go. Mm-hmm. Yeah, they're like olives. But they're not very soft. Yeah, nice. Now there's oil. Okay. Now this stuff here. Now let's try it first. Without the bread roll. Yeah, I like the design here. Very smooth. That's okay, but yeah, it should taste good. Here we go. Salty. It's just salty. That's it. Yeah, this is better, yeah? Well, let's try it with the bread roll. Here we go. Much better. But still just salty. No idea. Is this stuff with a high amount of salt? No. Now comes the stuff with the highest amount of salt, 5 grams. Nice. Okay, look at this, how thin this is. Sniff test. No idea. Okay. Let's put it on here, right? Here we go. Yeah, first of all, it's better than this here. So yeah, it's extremely salty. Maybe it's too thin. It's also very light. Yeah, the chorizo is the strongest here. Here we go. But overall, it's okay. It's okay, 2.50 for that. Or not, too pricey, too low. Let me know how much is it in Spain. Taste is okay. This here is good. This here is better. And this here is just salty. Tasty. The bread roll. It's awesome. Okay. How much stuff's left? 1, 2. Okay. No, everything for the Germans, except no, we can eat a little bit of this ham here. So let's try a whole package of ham. Here we go. Oh, look at this.
Yeah, there's a nice flavor. It could be stronger. But not bad. Overall, it's a thumbs up, definitely thumbs up. And this stuff here is a no-brainer to buy. It's very tasty. Again, very tasty butter, tasty olives, crusty and soft. This here is okay. Well, it's from Lidl, right? Thanks for watching. I'll continue in German. So, es gibt etwas von Lidl, und zwar eine spanische Tapasplatte. Spricht man das so aus in Deutsch? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mal, wie man das auf Spanisch ausspricht. Aber es ist Schinken, Serrano-Schinken. Ja, sprecht den Namen aus, wenn ihr wollt. Dann ist Chorizo dabei, Salami, extra mit Mulch, Milchprotein-Mulch. keine Ahnung, was das sein soll. Und das hier, wisst ihr, was das ist? Ja, man kann es bei Google nachgucken. Wenn ihr vor dem Computer sitzt, könnt ihr das natürlich machen. Werde ich dann auch irgendwann machen. Aber jetzt weiß ich so nicht. Wie auch immer. Kostet 2,50 Euro und das ist hier dieses Lidl-Label für spanische Sachen. Die haben eigentlich ganz schöne, schicke Sachen. Und ich dachte, hier so eine Platte ist ganz gut, denn es sind ja unterschiedliche Sachen. Drei Sachen in so einer Platte und sind trotzdem nur 100 Gramm. Das finde ich sehr gut. Ist genau richtig. Für eine Portion könnten sogar zwei von essen. Okay, das wird knapp, aber das könnte man machen. Und ja, es sind 100 Gramm. Nährwerte, sagen wir mal, ich würde schätzen 250 im Durchschnitt. Sehr viel Salz natürlich, aber okay, das ist schon okay. Belt Deutschland. Und hier seht ihr nochmal die ganzen Zutaten, Fleisch und Salz quasi. Spanisches luftgetrocknetes Rohpökelerzeugnis. Ja, was auch immer. Okay, mit Protein. So, dann werden wir mal gucken. Ich habe noch andere Sachen dazu gekauft, um es ein bisschen zu erweitern. Ich meine, ich hätte die ganze Platte einfach auch so essen können. Kann man auch machen, oder könnte man auch machen, einfach aufmachen und dann von der Platte hier naschen. Das geht auf jeden Fall klar. Die ist hier nicht kalt, die stand schon ein paar Stunden rum. Denn ich mag es nicht, wenn das Zeug kalt ist. Ja, aber ich habe noch Butter gekauft. Das ist hier wirklich sehr leckere Butter. Sehr, sehr leckere Butter. Wieder von Lindner. Hier. Und dazu gibt es wieder ein Steinofenbrötchen. Und das sind ja sehr gute Brötchen, finde ich. Die schmecken super. Die sind außen schön knusprig und innen weich. Perfekt. Und die schmecken richtig lecker. Ja, sind besser noch als die anderen. Die anderen sind okay, aber das hier ist noch besser, finde ich. Jeder hat ja einen anderen Geschmack, ich weiß. Und es gibt noch Oliven. 4 Oliven. Just for fun. So, die Butter kostet 22 Gramm, 21 Cent. Backwaren 85 Cent. Das sind so, sollen so 90 oder 80 bis 90 Gramm sein. Kommt aber ganz schön groß rüber. Okay, und Oliven. Basilikum eingelegt. Okay, genau. 96 Gramm, 72 Cent. In zusammen 1,78 Euro bis 2,50 Euro. Könnt ihr euch selber ausrechnen. Ist klar, das werden wir auch mal essen. Hier ist die super Butter. Soll ich die nochmal kosten? Ja, here we go. Kann man wirklich so essen. Schmeckt spitze. Fühlt sich auch nicht eklig an. Also manchmal ist Butter so komisch. Aber das ist hier, als wenn man, ich weiß auch nicht, einen sehr dicken Joghurt isst oder so. Geht auf jeden Fall locker klar. Das ist die gesalzene Version. Gibt auch eine ungesalzene Version. Aber ich denke mal, ja, man hätte sich sparen können. Ich meine, da ist schon so viel Salz drin. Aber okay. Die 2 Gramm hier. Ach, sind nicht mal 2 Gramm. Stören auch nicht. Und wir werden das mal hier von nachher von der Platte naschen. Das hier werde ich erstmal noch verteilen. So, so. Und das Zeug hier, das bekommt aber nur einen Platz. Okay. Und hier das. Ja, das hier kann man kaum hin und her tragen. Das zerfällt sofort, ist sehr dünn geschnitten. Und ja, hier ist so eine Linie, da zerreißt es sofort. Okay, hier so sieht's aus. Schön farbig. Und ich werde mal mit der Chorizo anfangen. Right here. Mhm. Ja, ups. Die schmeckt auf jeden Fall lecker. Also, ja, lecker. Schön ein bisschen würzig. Ist nicht sehr scharf, kann jeder essen. Gibt auf jeden Fall schärfere. Aber der Geschmack ist schon gut. Und vor allen Dingen in Kombination mit dem Butter und dem, der Butter und dem Brötchen ist das schon richtig lecker. Ja. Werde ich mal hier abbeißen. Hier, Mingo.
Mit Brötchen ist besser, aber schmeckt auch so okay. Und jetzt werden wir mal dieses Zeug hier essen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber es sieht okay aus, ja, vom Design her. Right here. Aber das gefällt mir nicht so. Ich meine, das schmeckt einfach nur salzig. Jetzt war es einfach nur Brot mit Butter und viel Salz. Und wir hatten kaum keinen richtigen anderen Geschmack oder so. Ich werde das mal kosten, Emigo. Ja, kann man trotzdem essen, so nebenbei oder vermixen mit dem anderen Zeug. Aber nur eine Platte davon würde ich zum Beispiel nicht kaufen. Weiß nicht, aber wir haben hier noch einen. Here we go. Ja, ist halt salzig, einfach nur salzig. Nicht schlecht, aber ein bisschen langweilig. Hier sind die Oliven. Entkernt, here we go. Fest, sind nicht bitter. Schmeckt ein bisschen nach Basilikum. Sauer, here we go. Ein bisschen sauer. Ja, und salzig natürlich. Jetzt kommen wir zu dem hier. Serrano-Schinken. Here we go. Der ist okay, aber nicht so gut wie die Chorizo hier. Aber der ist auf dem zweiten Platz. Ja, Chorizo Platz 1, dann der Serrano-Schinken und dann das Zeug hier. Das ist einfach nur Salz. Ja, der hat da auch einen angenehmen Geschmack, aber der ist auch so leicht. Ich weiß natürlich nicht, ob das hier super Qualität ist, wie auch immer. Ich meine, man kauft es einfach im Supermarkt für 2,50. Aber kann man trotzdem essen. Ja, da ist viel Salz drin, schmeckt auf jeden Fall. Wie gesagt, die Chorizo schmeckt eigentlich ganz gut. Here we go. Ja. Gibt's nichts gegen zu sagen. Wenn wir das leckere Brötchen noch aufessen. Die verkaufen noch Brot. Das sieht erstmal richtig geil aus. Aber ich kaufe kein ganzes Brot oder ein halbes. Was soll ich damit? Und wegschmeißen will ich das auch nicht. Muss ich mal fragen, ob ich auch Scheiben verkaufen. Vielleicht verkaufen die auch Brotscheiben. Keine Ahnung. Here we go. Schmeckt super. Ja. Oliven. Passt. Ja, würde ich sagen, ja. Das komische Zeug hier. Das ist einfach nur Salz. Strange. Ja, was haltet ihr von solchen Platten? Finde ich ganz gut, vor allem, dass es gemischt ist. Jo. Wollte ich jetzt gucken. Steht überhaupt, wo das hergestellt ist, oder? Nee. Wie auch immer. Ja, du bekommst einen Daumen nach oben. Here we go. Kann man essen. Gibt sicher bessere Wurst. Wie auch immer. Die Chorizo ist sehr lecker. Ja. Und für Lindner gibt es sowieso einen Daumen nach oben. Schmeckt sehr super. Ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.